What the fuck? Fokussiert, aber es ist einfach kein Touchscreen. Ja, sorry. Und Dani lebt einfach im 22. Jahrhundert, wo alles einen Touchscreen hat. So, Selma, ich dachte so an die Idee, dass es vielleicht ganz lit wäre. Finish my sentence. Meine Haare zu färben. Genau. Eigentlich war das meine Idee. Aber okay. Das war deine Idee, ja. Das war meine Idee. Stimmt. Ich habe hier meine Haarfarbe gekauft von Bieber. Sie hat 6 Euro irgendwas gekostet. Es gibt auch billigere. Kurze Story, wie es dazu kam, dass ich diese Haarfarbe ausgesucht habe. Wie fokussiert man da, wenn man nicht, wenn es kein Touchscreen ja, ist? Leichter. Ich hatte schon. Dani hatte einfach für 2 Jahre die gleiche Kamera. Bis die Selma sie da runtergehaut hat und sie hingemacht hat. Ich glaube, das hast du schon mal erzählt. Yeah. By the way, ich wollte eigentlich die Hälfte vom Geld für die neue Kamera geben, oder? Ja, eigentlich schon. Ja, ich weiß es nicht gemacht. Nix. Moving on. Ah ja, ich bin Friseur, gell? Ja. I guess so. Aber kann ich noch auf Klo gehen? Ja. Darf ich jetzt gehen? Ja, du darfst. Okay, nimm Kamera bitte. Okay. Was machen wir als erstes? Ich bin ein altes Handtuch. I guess? Ja. Cool. Das kann man schon verwenden, oder? Der. Du sagst die View. Ja, das ist sicher auch die. Ich sag aber der Ausblick. Ich sag die Aussicht. Will ich aus dem Burgenland kommen? Da gibt's eine gute Aussicht. Anyhow! Macht's toll. Ja, okay. Mein Gott. Na kommen Sie, kommen Sie. Dankeschön, so cute. Fantastisch, ich mache alles immer für dieselbe. Stimmt, ich bringe immer ich alles. Ich bin so faul. Gut, ich bin auch. Danke, Dani, dafür. Ja gut, ich werde so weit. Wer? Kommen Sie, kommen. Da muss ich herumfahren. Fun Fact, ich habe die gestern gewaschen. Ich wasche mir jeden Tag die Haare, wenn es so schnell fertig. Struggles. Was ist das? Handschuhe. Die sollte ich vielleicht im Labor auch mal tragen. Dani, wir leben doch schon im 22. Jahrhundert. Und was genau bringt das? Daily. Step your game up. Welcher Mensch führt eigentlich 48 Stunden vor der Erstanwendung einen Allergieverdachtstest durch? Wer macht sowas? Steht's bereit? Was wir machen überhaupt? Das da reinschütten. YOLO! Fun Fact, wir haben davor auch schon mal ein Haarfärbe-Video gefilmt, wo wir mir die Haare gefärbt haben. Das war das erste Video, was wir je gefilmt haben. Und dann hat sich Selmas Mama angeschaut und gesagt, viel Glück. Kann das auch sein? Ja. Sicher? Ja! After! Color Care, du bist so dumm, oder? Warte, was ist das? Ah, das gehört da rein! Hört gut zu! Danke. Ich habe gestern einen 2er auf mein Referat bekommen, okay? Wirklich? Ja! Das habe ich gar nicht gewusst! Habe ich jetzt so. Weil wir waren so 2 Leute und wir waren beide gleich. Und dann sie so, ja, eigentlich ist es 2 bis 3. Soll ich, und dann hat sie wohl schon so eindringen, also soll ich euch ein 2er geben? Nicht so. Ja. Okay. Okay. So. 30 Sekunden lang. Bis eine homogene Mischung. Ich mach das. Rechts homogen, das kenne ich. Das kenne ich von den Ernährungswissenschaften. Frageflasche und Farb. Das braucht man nicht. Ich mir vor, sind die echt, die Ohrringe? Weil dann färbt sich das. Ja. Wie los ist es eigentlich? Habe ich nicht doch immer fucking Nudel? Warum schaut alles so gelb
Und meine, ich glaube, das ist Nudelsauce. Ja, ich glaube. Aber ist das Video gut? Ja. Echt? Okay. Wo der eine sagt. Wo der eine sagt. Die Jürgen Escape. Behalten Sie die Handschuhe an und tragen Sie das Produkt Strähne für Strähne auf Ihren trockenen, nicht gewaschenen Haaransatz auf. Ne? Super, nicht gewaschen, das trifft sehr gut. Das hat Sinn. Okay, los geht's. Machen wir einfach irgendwie. Dann. Ja, ich habe auch schon gedacht, aber ich wollte so sagen, ja, aber irgendwie die ja. Sessel sind nicht. Wir haben so eine Leiter, so eine kleine, weißt du, was ich meine? Mhm. Weil die ist auf die Sessel. Los geht's! Also musst du zuerst auf den. Ich sehe es im Spiegel. Ich meine. Musst du zuerst am Ansatz verteilen und dann so in die Strähnen. Und du machst es einfach irgendwie. Machen wir es einfach irgendwie. Ganz kurz mal, ich habe keinen Speicherplatz mehr. Wir färben jetzt einmal ihre Haare. Okay, Dani hat jetzt angefangen. Wir haben keine Ahnung, wie man sich die Haare färbt. Wir sind jetzt drauf gekommen, dass es gescheit wäre, vielleicht ein Handtuch zu nehmen. Mhm. Ja, wir waren so dumm und haben Musik im Hintergrund gehabt. Deswegen stellen wir jetzt die Szene einfach nach. Sieht man's? Keine Ahnung. Schon ein bisschen, oder? Ja, schon. Hm. Wupp, wupp. Dancing with our hands tight, hands irgendwie tight. Irgendwie sind meine Haare so komisch. Yeah, we were dancing. Geht's gut? Ja. Kannst du mir helfen? Okay.